Ein absoluter gängiger Köder fürs Forellenangeln ist natürlich Forellenteig. Aber auch da gibt es unglaublich viele Unterschiede. Es gibt verschiedene Farben, Geschmacksrichtungen. Worauf kommt es eigentlich dabei an? Ja, es kommt eigentlich halt darauf an, dass man, sag ich mal, den Geschmack halt findet, auf den die Fische halt stehen. Und natürlich halt ist es auch sehr wichtig, die richtige Farbe zu finden. Mhm. Ne? Natürlich hängt da auch immer so ein bisschen der Glaube halt damit ab. Ne? Man muss natürlich halt an seine Farbe glauben. Ne? Und dann hat man natürlich wahrscheinlich mehr Erfolg, als wenn man nicht dran glauben würde. Was ist denn deine Farbe? Ich habe viele verschiedene Lieblingsfarben. Also zum Beispiel weiß mag ich halt sehr gerne. Ne? Und zum Beispiel auch dunkle Farben, so schwarz oder blau, weil das halt immer einen guten Kontrast halt im Wasser bildet. Ne? Wenn man mit beiden Farben zum Beispiel fischt und den Köder schläbt und dann ist das wirklich so, als wenn man in den Himmel reinguckt, dann wechselt sich die Farbe halt immer von hell zu dunkel, hell zu dunkel. Und die Fische gucken ja auch immer von unten nach oben. Ne? Und deswegen ist das für die halt sehr auffällig. So ein ganz normaler, gängiger Teig hat meist einen Knoblauchgeruch. Ja, Knoblauch ist halt sehr beliebt bei Forellen. Ne? Aber es ist halt so, wenn wirklich viele Leute am See mit Knoblauch angeln, dann fangen natürlich halt auch Geschmacksrichtungen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen außergewöhnlich sind, wie zum Beispiel hier in dem Fall Erdbeere oder hier Kenny, das riecht so nach Sahnebonbons oder ja, das ist eigentlich auch sehr süß, aber halt mal was anderes, ne? Und dann kann man die Fische halt damit auch ganz gut fangen. Hier habe ich wieder Knoblauch und blauen Knoblauch. Hier haben zum Beispiel Käse. Käse auch. Schmeckt gut. Auch sehr gut, also es schmeckt sehr gut und die Fische mögen es natürlich auch. Okay, also im Prinzip ist ein bisschen nach Selbstbefinden sich den Teig aussuchen. Viel wichtiger ist aber, wie man den Teig an den Haken bringt. Das erzählen wir jetzt. So, jetzt packen wir, welchen wollen wir rantun? Ich würde ganz gerne zwei Farben fischen. Mhm. Einmal jetzt zum Beispiel jetzt den weißen und da hatten wir irgendwo und gerade blauen. Ne? Ja. Genau, so, dann machen wir uns das hier einfach mal. Okay. So. So, was machst du? Was? Ich mache jetzt eine kleine Kugel. Eine kleine Kugel. Darf ich den auch noch machen? Ja. Den blauen? Ich halte den Haken bereit. Genau, da machen wir jetzt auch einfach noch mal so ein kleines Bällchen davon. So, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel genommen. Das mache ich mal ein bisschen weg. So. Also das ist jetzt weniger als ein bisschen größer als eine Erbse. Ein bisschen, ja, genau. Wie eine Kichererbse. Wie eine Kichererbse. So, die hast du jetzt zusammengedrückt, genau. Genau, die beiden habe ich jetzt zusammengedrückt, dass man halt zwei verschiedene Farben hat. Halt. Einmal die helle und einmal die dunkle Seite. Ja. Genau, also wir haben jetzt die beiden Kontrastfarben. Dann stecken wir den Haken einfach in dieses Plättchen, so nennt man das, steckt man einfach mittig rein und formt dann wie so eine Art Tropfen. Das ist aber wichtig, dass die Schnur an diesem oberen Ende des Tropfens rauskommt. So, dann drücken wir jetzt einfach mal zum Beispiel, jetzt können wir uns halt aussuchen, welche Seite wir halt außen haben wollen. Wenn wir zum Beispiel jetzt außen die dunklere Seite, also in dem Fall blau haben möchten, drücken wir auf der weißen Seite einmal mit dem Finger nach innen. So, und jetzt ist das hier, sage ich mal, vorne noch so ein bisschen dick und wulstig. Das rollen wir jetzt halt einfach an der Schnur noch weiter auf. Na, und das ist dann wichtig, dass die Schnur an der oberen Spitze raustritt. Okay, das tut sie, ja. So, und dann schleppen wir das einfach. Das war's schon? Das war's schon. Ganz easy, einfach gemacht und easy, sehr fängig. Okay, klasse. Sieht gut aus. Und stinkt nach Knoblauch. Übelst, ne? So, dann gibt es ja auch die Variante, den Teig am Haken so ein bisschen einzudrehen. Und das wollen wir euch jetzt auch nochmal zeigen. Wir nehmen wieder zwei Teigfarben, hell und dunkel. Genau, in dem Fall haben wir jetzt halt weiß und braun. So, und hier formen wir halt auch wieder die Kügelchen. Also diese Ausgangssituation ist ähnlich wie bei der Teigform davor. So, die drücken wir halt wieder platt. So. Das Plättchen, genau. Oder den Haken wieder. Machen wir den Haken wieder rein. Genau, wieder mittig, ne? Ja. So, formen dann wieder unseren Tropfen. Soweit haben wir es ja schon, genau. Genau, so. Drücken das Ganze ein bisschen platter. Und dann verdrehen wir den Teig in sich selber. Also wie so eine Spirale kann man sich das vorstellen. Toll. So. Na, und das heißt, das dreht sich jetzt. Genau, das dreht sich jetzt, das kann man so ganz gut erkennen. Ne? Abwechselnd sieht man dann genau. Hell und dunkel. Hell das und ist dunkel. Für die Forelle extrem verführerisch. Super. Zweigängige Varianten, den Teig ranzumachen. Gut.